Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game Based Podcast. Mein Name ist Nino und heute habe ich nicht Dejan bei mir, denn Dejan ist im Urlaub. Ich freue mich aber mega, dass ich mit Katrin Radke heute die Podcast-Folge machen kann. Hallo Katrin. Hallo. Genau, wir möchten heute über das Thema Spieleentwicklung, also Game Development reden. Und da bist du ja eine Expertin auf dem Gebiet. Ich würde einfach kurz deinen Lebenslauf grob anschneiden. Und zwar hast du einen Bachelor in mobile Medien gemacht an der Hochschule der Medien. Dann hast du 2016 im Studio Fizbin gearbeitet und warst unter anderem an Spielen wie Minute of Island und The Inner World dabei. Hast da dann wahrscheinlich so deine ersten Erfahrungen gesammelt und hast sogar jetzt seit 2021 ein eigenes Indie-Game-Studio mitgegründet namens Spellgarden Games. Ihr habt euch spezialisiert auf diverse, vielfältige Charaktere und Stories, was ich sehr cool finde. Ist das so grob richtig, was ich gesagt habe? Das ist richtig, ja. Cool. Willst du uns einfach mal so ein bisschen was von dem Alltag, von deinem Job erzählen? Ja, also mein Alltag. Dadurch, dass ich jetzt selber gegründet habe, ist mein Alltag gar nicht mehr so alltäglich, habe ich so das Gefühl. Davor war ich angestellt, da habe ich irgendwie auch nicht jeden Tag das Gleiche gemacht, aber da war es irgendwie schon noch ein bisschen strukturierter. Jetzt ist es halt immer mal wieder auch was ganz Unterschiedliches. Also klar, wir machen immer noch Videospiele, das heißt, ich bin viel damit beschäftigt, Sachen zu programmieren und mit meinen KollegInnen zu sprechen über Game Design und Game Art und uns das zusammen eben auszudenken, das Spiel zu entwickeln. Wir sind gerade dabei, einen Prototypen zu machen. Wir haben eine Prototypenförderung von der MFG bekommen letztes Jahr und arbeiten jetzt daran, unser erstes eigenes Spiel anzufangen. Aber ansonsten ist es eben jetzt dadurch, dass ich selbstständig bin, gerade auch viel Business, ne? Also gucken, wo kommt das Geld her, einen Businessplan aufstellen, mit dem Finanzamt mich rumschlagen, irgendwelche Formulare ausfüllen, 3 Wochen warten, bis ich Antwort krieg, 5-mal anrufen und nachfragen, auf welchem Stapel das gerade liegt. Ja, genau. Also so viel Freude mit Bürokratie hatte ich vorher noch nicht. Es ist erstaunlich, wie viel man machen muss, um eine Firma zu haben. Ja. Es ist auch beeindruckend, weil ihr habt ja das Studio 2021 gegründet, während Corona noch voll am Laufen war. Was glaubst du, wäre das vielleicht einfacher, wenn du das in einem anderen Jahr gegründet hättest, wo nicht gerade Pandemie gewesen wäre? Also es ist auf jeden Fall so, dass Sachen länger dauern und dass wir von vielen Seiten dann zurückbekommen. Ne, der Steuerberater antwortet 3 Wochen nicht, weil alle seine MitarbeiterInnen krank sind. Das Finanzamt braucht 4 Wochen statt 2. Ne? Und wenn man das dann alles so hintereinander legt und jeder Schritt braucht doppelt so lange, wie er eigentlich brauchen sollte, dann läppert sich das schon. Ja, ja. Und aus wie vielen Leuten besteht dein Team und wer hat da welche Rolle? Wir sind jetzt gerade zu viert. Wir haben alle vorher tatsächlich zusammengearbeitet, waren angestellt und haben uns dann gemeinsam aus der Firma raus dann gegründet. Wir sind, ich programmiere, der Kasimir programmiert auch, dann haben wir die Zoe, die ist Game Designerin und die Sophie, die macht Game Art. Ja, und du hast die Lani vergessen, das habe ich auf eurer Internetseite gesehen, euer Developer Dog, ich glaube Dev steht für Development, ne? Genau, ja, das stimmt, das ist auch ein sehr wichtiges Teammitglied, Mental Health, Chief Mental Health Officer oder so. Ist auf jeden Fall dafür zuständig, dass wir alle sane bleiben und oft genug das Tageslicht sehen und rausgehen. Ja, stimmt. Zwingt euch wahrscheinlich auch immer wieder Gassi zu gehen, ne? Ja, genau. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr jetzt so angefangen habt, euer erstes Spiel ein bisschen zu machen. Willst du ein bisschen darüber erzählen, wie die Findungsphase ist, wenn man ein neues Spiel anfangen möchte? Denn das ist dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders als in den anderen Medienbranchen. Ich sage jetzt mal Film oder Musik etc. Ist ja nochmal spezifischer. Sehr gerne. Also das kommt natürlich auch immer total aufs Spiel drauf an und wie groß das Studio dann ist. Ne? Also bei uns mit 4 Leuten funktioniert das sicherlich ganz anders als irgendwie in einer Firma, wo 500 Leute arbeiten. Bei uns war das so, dass diese Spielidee so ein bisschen auch daraus entstanden ist, dass wir haben ein Teil von uns wurde gekündigt, ein anderer Teil hat selber gekündigt und dann standen wir erstmal so ein bisschen dumm da und haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Und haben uns dann überlegt, okay, wir stoßen das jetzt an und wir probieren das jetzt mal aus. Du meinst gekündigt bei dem Fizbin-Studio? Genau. Mhm, ja. Genau, und diese Spielidee, die gab es so grob im Kern, die gab es schon ein bisschen länger. Der Kasimir und ich, wir hatten an so einer ähnlichen Idee schon mal länger ein bisschen rumgedacht. Deshalb, also die Grundidee, die existierte quasi schon und wir haben uns dann so ein bisschen zusammengesetzt und
das entwickelt. Wie das dann bei uns passiert ist, also wir wussten halt, ne, wir sind irgendwie eine neue Firma, wir haben erstmal gar kein Geld, das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir an Geld kommen. Und für uns war dann klar, wir probieren das mit einer Förderung. Und das entscheidet eben auch schon darüber, wie man diesen ganzen Prozess dann anstößt, wie man diese Entwicklung anstößt, weil bei uns war es dann erstmal, okay, wir müssen erstmal ein Konzept machen, um das dann bei der Förderung einreichen zu können. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt und tatsächlich gebrainstormt und überlegt und zusammengeschrieben, wie dieses Spiel aussehen soll. Ne, wenn bei uns waren das jetzt alle vier zusammen, in einem anderen Studio ist es wahrscheinlich auch öfter mal so, dass es quasi eine Person gibt, die eine Idee hat und die dann zu Papier bringt und dann arbeitet man daran weiter. Bei uns war es jetzt eben so, wir haben uns das irgendwie so ein bisschen zusammen überlegt. Dann gab es diese Förderungseinreichung, da muss man 3 Monate warten und bangen, ob man das Geld bekommt oder nicht. Dann gibt es einen Pitch, da muss man dann den ganzen Tag, sitzt man dann auf heißen Kohlen und wartet darauf, dass der Anruf kommt, ob man das Geld bekommt oder nicht. Und bei wem habt ihr das genau gepitcht? Bei der Person, die euch dann praktisch das Geld geben würde? Genau, wir haben das bei der MFG Baden-Württemberg gepitcht. Mhm. Also bei der Games BW-Förderung. Das ist die regionale Förderung in Baden-Württemberg. Und da funktioniert das so, dass man gibt halt einen Antrag rein. Es gibt 3 verschiedene Arten von dieser Förderung. Die Prototypenförderung, die Konzeptförderung und die Produktionsförderung. Da gibt es dann jeweils auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Anforderungen, was man da einbringen muss, auch wie viel Geld man selber einbringen muss. Man muss selber auch ein bisschen Eigenkapital haben, um Geld zu bekommen. Wir haben die Prototypenförderung eingereicht. Und genau, da haben wir gepitcht. Und am Ende haben wir dann zum Glück den Anruf bekommen, dass wir das Geld auch kriegen und wir den Prototypen entwickeln dürfen, ja. Ah ja, voll cool. Und wenn man sich jetzt den Prozess anguckt von einem Spiel, die Entwicklung davon, dann hat man ja bestimmte Rollen. Es gibt zum Beispiel Leute, die machen vielleicht nur das Design. Es gibt manche Leute, die sind dann nur für das Programmieren zuständig. Wie genau ist da der Projektablauf und welche Rollen braucht man auf jeden Fall und wann kommt denn wer dann zum Einsatz? Also zuerst mal kann man das, glaube ich, nicht so ganz pauschal beantworten, weil das auch sehr viel davon abhängt, wie groß die Firma ist, in der man da arbeitet, wie viele Leute da arbeiten. Und generell kann man auch sagen, es gibt super viele verschiedene Rollen, aber es muss auch nicht für jede Rolle unbedingt immer eine Person geben. Also in einem Indie-Game-Studio hat ganz oft eine Person mehrere Rollen. Und es gibt auch nicht in jedem Spiel immer alle Rollen. Also zum Beispiel in einem 2D-Game wird wahrscheinlich niemand mitarbeiten, der oder die 3D-Grafiken macht. Aber übliche Rollen, die es eigentlich fast überall gibt, wäre auf jeden Fall mal die Programmierung. Irgendjemand muss das Ganze natürlich runterschreiben und in der Engine zusammenbauen. Dann braucht man üblicherweise auch eine Person, die Game Design macht. Also eine Person, die sich darum kümmert, aufzuschreiben oder zu definieren, was genau soll in dem Spiel denn eigentlich passieren. Was sind die Spielmechaniken? Was soll die SpielerIn erleben? Was soll in dem Spiel passieren? Und das alles zusammenfasst und dann auch mit der Programmierung abspricht. Wie soll das umgesetzt werden? Dann braucht es eine Person, die das Ganze, die Art macht, also die Grafiken zeichnet oder 3D-Models erstellt oder auch UI-Grafiken erstellt. Im Idealfall hat man auch noch eine Person für Projektmanagement, also eine Person, die sagt, das und das muss bis dann fertig sein, damit man am Ende irgendwann auch ein fertiges Spiel hat. Dann braucht man jemanden für Sound und Musik, weil ohne Musik ist ein Spiel oder auch ohne Sound ist ein Spiel, fühlt sich sehr unfertig an. Mhm. Dann braucht man QA, Quality Assurance, also Leute, die das Spiel testen und immer wieder testen. Das klingt erstmal nach einem super tollen Job, den ganzen Tag Spiele spielen, aber tatsächlich, also es ist auch ein super Job, aber man spielt eben nicht einfach nur den ganzen Tag vor sich hin, sondern dazu zählt auch, eine Stelle 100-mal zu spielen. Und wenn man irgendwie einen Fehler gefunden hat, den man auf den im ersten Moment nicht reproduzieren kann, der irgendwie zufällig aufzutreten scheint, das Ganze so oft zu testen und herauszufinden, wann an welcher Stelle passiert dieser Fehler und das so zu dokumentieren, dass die Programmierungsabteilung dann was damit anfangen kann und den Fehler möglichst schnell fixen kann. Und auch noch eine Rolle, die, glaube ich, ziemlich wichtig ist, ist Social Media oder generell Community Management. Also eine Person, die sich darum kümmert, dass die Welt von diesem Spiel erfährt. Weil ich kann das tollste Spiel ever machen. Wenn niemand weiß, dass es das gibt, wird es auch niemand spielen. Deshalb ist Social Media oder Community Management, Marketing generell auch eine super wichtige Rolle. Ja, das läppert sich dann schon ziemlich zusammen. Macht dann den Ablauf wahrscheinlich auch noch mal, ja, komplizierter.
Der Ablauf generell, den kann man, glaube ich, auch nicht festlegen und sagen, das ist immer so und erst passiert das und dann passiert das. Das hängt auch sehr vom Spiel ab und sehr von der Größe der Firma. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, zuerst gibt es irgendeine Art von Konzept. Also irgendjemand hat sich ausgedacht, was für eine Art von Spiel das sein soll. Und am Anfang steht natürlich dann erstmal eine Finanzierung finden. Also entweder habe ich schon Finanzierung, weil ich habe schon meine Spielefirma länger und habe da ein bisschen Geld, mit dem ich die Prototypenphase finanzieren kann. Oder ich suche mir eine Förderung, also die Baden-Württemberg-Förderung hier. Die Regionalförderung würde sowas zum Beispiel fördern. Und dann steht am Anfang ein Prototyp. Also das Konzept wird ausgearbeitet, eine Game Designerin würde alle Mechaniken definieren, würde genau sagen, das und das soll jetzt in den Prototypen passieren. Dann würde ich zum Beispiel als Programmiererin hingehen und das Ganze umsetzen. Ich mache zum Beispiel bei uns auch viel Game Design Arbeit mit. Und wir gehen in den Dialog und überlegen zusammen, wie man das vielleicht gut umsetzen könnte. Ich setze was um, dann gibt es ein Testing und wir gucken, funktioniert das gut, macht es Spaß oder müssen wir da nochmal was ändern? Da gibt es dann ganz oft viel hin und her und zusammen ausprobieren und gucken, was macht Spaß. Und natürlich ein Prototyp ist auch, sollte oder muss nicht unbedingt schöne Art haben oder schöne Grafiken, hilft aber. Also in ganz vielen Fällen werden auch schon Artists da schöne Grafiken machen, damit man sieht, wie es am Ende mal aussehen soll oder zumindest Concept Art machen, damit man, wenn jemand zu einem Publisher gehen will und sagen kann, so, hier, guck mal, so soll das aussehen, gefällt dir das? Da hilft es, wenn man schon ungefähr weiß, wie das Spiel am Ende aussehen soll. Ja, und dann, wenn man den Prototypen fertig hat, hat man hoffentlich was vorzuzeigen, mit dem man irgendwie Investment an Land ziehen kann oder sich vielleicht einen Publisher holen kann. Und dann geht es in die Produktion. Da geht das Ganze dann weiter und wird weiter ausgearbeitet. Alle Levels werden gebaut, alle Grafiken werden gebaut, alle Spielmechaniken werden eingebaut. Und ganz am Ende steht die QA, die dafür sorgt, dass das Spiel am Ende nicht crasht, dass da keine Fehler drin sind. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass das bei großen Studios alles ein bisschen anders läuft. Was glaubst du, inwiefern wäre das jetzt für dich, genau nur für die Sachen, die du machst, einfacher, wenn du die anderen Aufgaben ausblenden würdest und die an jemand anderen abgeben könntest? Also ich bin total glücklich damit, dass ich das alles mitmachen darf. Jetzt auch noch mehr als Angestellte eben. Ne? Also klar, jetzt sind wir noch weniger Leute und jetzt bin ich irgendwie für alles so ein bisschen mitverantwortlich. Und ich finde es total geil. Also klar ist es auch schwierig, weil man plötzlich mehrere Hüte auf hat. Aber es ist auch total spannend, ganz viele neue Sachen zu lernen und selber auch ein bisschen im Game Design mit zu überlegen, wie soll das sein und wie kann das funktionieren und irgendwie meine eigenen Ideen einzubringen. Also mich erfüllt das so total. Mhm. Ja, super. Ist ja jetzt auch nicht das, was manche Leute machen möchten. Also manche möchten ja nur ihre eine Rolle haben und nichts anderes. Und klar, wenn du gründest, dann hast du 10 Sachen. Dann musst du auch die Buchhaltung machen, musst Marketing machen etc. Genau. Und apropos Marketing, ihr seid ja auch auf TikTok und Discord ziemlich aktiv. Willst du darüber ein bisschen was erzählen? Denn ich finde eure Videos gerade auf TikTok sehr cool. Ja, danke schön. Das ist auch so ein Teil, den ich gerade total geil finde, dass ich es einfach selber machen darf und so die Möglichkeit habe, weil ich davor, ne, da kannst du halt, wenn du angestellt bist, kannst du halt nicht einfach mal zeigen, was du machst, weil musst du erstmal 1000 Mal abstimmen. Genau, da entscheidet halt jemand anders darüber, was ins Marketing geht jetzt. Ich entscheide, guck mal, da ist jetzt auf dem Screen, das sieht witzig aus oder hier, meine Kollegin hat irgendwas Cooles gemacht, das will ich jetzt mal zeigen, dann filme ich das und sage, guck mal, sieht das nicht cool aus? Und auch selber einfach so kreativ zu sein und das alles auszuprobieren und zu gucken, wie das alles funktioniert. Auch weil diese ganze Social-Media-Welt ist auch für mich irgendwie noch so ein bisschen neu. Und also klar, man konsumiert das immer, ne? Das habe ich davor auch schon gemacht. Aber selber auszuprobieren, was funktioniert denn? Was muss ich für Content machen, damit Leute das auch sehen wollen? Was interessiert Menschen? Das finde ich super spannend. In Bezug darauf, wie jetzt die Gaming-Branche in Deutschland ist, ich habe mir den Games-Report durchgelesen, genau den Jahresreport der deutschen Games-Branche, Stand 2021.
Und im Vergleich zu anderen Ländern ist es dann in Deutschland doch ein bisschen schwieriger, erfolgreich in der Gaming-Branche zu sein. Also es ist auch noch mal ein bisschen, was den Umsatz angeht, im Vergleich zum Vorjahr eingekracht, während im Vergleich zum internationalen Markt, das ja mega hochgegangen ist wegen Corona, weil sehr, sehr viele Leute gespielt haben. Ich habe auch nachgelesen, dass 2019 ein Budget von 50 Millionen Euro für eine Games-Förderung auf Bundesebene zur Verfügung gestellt wurde, was schon viel Geld ist. Aber für mich jetzt erstmal nach ein bisschen wenig klang im Vergleich dazu, wie teuer es manchmal sein kann, Spiele herzustellen oder zu produzieren und das dann natürlich auch für den ganzen Bund. Inwiefern denkst du, ist es dir oder euch erschwert, Spiele herzustellen, auch gerade im Vergleich zu anderen Ländern? Also ich glaube, es war mal noch sehr viel schwieriger. Die Bundesförderung ist schon ziemlich geil für Indies, glaube ich. Also wir selber haben sie jetzt noch nicht, aber das wird auf jeden Fall auch was sein, wo wir uns dann nach dem Prototypen orientieren werden und dann gucken werden, dass wir das auch bekommen. Weil, also ja, du hast natürlich recht, 50 Millionen klingt erstmal viel, aber wenn man sich mal so überlegt, was jetzt vielleicht irgendwie so ein GTA gekostet hat oder ein Cyberpunk oder so, dann kommt man bei 50 Millionen nicht so weit, auch wenn es erstmal nach viel Geld klingt. Und das Ding ist, wir haben ja in Deutschland auch gar nicht so viele, so große Firmen. Ne? Eine Handvoll gibt es schon, aber es sind halt auch viele Indies. Mhm. Und für die ist die Games-Förderung, glaube ich, schon ganz cool, wie es sie gibt. Und also, ich würde auch nicht sagen, dass sie gar nichts bringt. Ich habe schon das Gefühl, dass das für viele so eine Perspektive ist und auch hoffentlich dazu führt, dass es in Deutschland mal ein bisschen mehr wird. Mal gucken, ne? Das wird die Zeit dann zeigen, ob das was bringt am Ende oder nicht. Aber ich glaube schon. Vielleicht führt es ja dazu, dass dann noch mehr Förderung geschieht. Genau, also die Hoffnung ist natürlich, dass man dann irgendwann merkt, okay, wenn wir hier 50 Millionen reinstecken, dann kommen 100 Millionen Umsatz raus. Also genau. Lohnt es sich wohl, ne? Und dann machen wir vielleicht mal noch ein bisschen mehr draus. Ist auch interessant, wenn man sich anguckt, dass die Exportquote in Bezug auf Gaming bei 47% sehr viel höher liegt als zum Beispiel bei Kino- und TV-Produktionswirtschaft. Da sind es nur 7% und beim Buchmarkt sind es auch nur 9%. Ist auch nicht so bekannt, viele Filme und Serien und Bücher, die jetzt international aus Deutschland aus großen Erfolg haben. Aber bei den deutschen Games zum Beispiel, da fällt mir spontan Orwell ein. Ist ja schon was auch international eher bekannt ist. Oder sowas wie, ich habe auch gelesen, Aetna bricht aus, ist wohl in ein paar anderen Ländern auch gut angekommen. Heißt, da ist auf jeden Fall schon Potenzial da. Vor allem, wenn man sich betrachtet, wie sehr Gaming nochmal größer geworden ist während Corona. Ja, absolut. Es lohnt sich ja auch einfach überhaupt gar nicht mehr zu sagen, ich konzentriere mich auf den deutschen Markt. Ne? Also das funktioniert vielleicht, wenn man wirklich so ein Nischenprodukt hat wie den Farming Simulator, der irgendwie gefühlt nur in Deutschland gespielt wird. Oder Point-and-Click-Adventures, die in Deutschland, naja, wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, aber eine Zeit lang sehr gut liefen. Aber ja, jetzt für uns zu sagen, wir machen irgendwie Marketing auf Deutsch nur, würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Also wir versuchen natürlich international anzusprechen, weil es ansonsten einfach nicht genug Leute sind, die das kaufen. Du musst es jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie viel du verraten darfst, aber ist das Spiel dann auch auf Englisch, was ihr plant? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und ist es dann auch geplant, eine deutsche Version rauszubringen oder ist es wahrscheinlich auch nochmal mit sehr viel mehr Kosten und Aufwand verbunden, dann nochmal in der Muttersprache, sag ich mal, das rauszubringen? Ja, es wird auf jeden Fall auf Deutsch rauskommen. Und das ist, glaube ich, bei sehr vielen deutschen Indies so und das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass es einer der Requirements von der Förderung ist. Ne? Da gibt es so, du brauchst, wenn du eine Förderung beantragst, brauchst du einen regionalen Bezug, also entweder auf Deutschland oder auf Europa. Und dann gibt es so, ich weiß gar nicht, 5 Kästchen, die du ankreuzen kannst, welchen Bezug du hast. Und einer davon ist, das Spiel kommt auch in deutscher Sprache raus. Hm. Den kreuzen halt viele an, unter anderem auch wir. Ja. Deswegen kommt das Spiel auch auf Deutsch raus. Ja. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es in deinem Beruf oder in der Branche zu netzwerken? Weil ich habe jetzt schon sehr oft von dir gehört. Wir haben uns auch einmal in echt getroffen gehabt. Das war Ende Sommer letztes Jahr bei dem Schweizer Gaming-Treff. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Genau, da hatten wir ganz kurz miteinander geredet und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du so ein Profi darin bist, dich mit anderen Leuten zu verbinden. Und so. Genau, was glaubst du, wie wichtig ist das für euch, auch einfach sich mit anderen Leuten auszutauschen und auch in Kontakt zu kommen, dass die wissen, dass es euch gibt? Sehr. Ja, sehr. Wir arbeiten jetzt irgendwie an unseren Prototypen, aber natürlich muss noch anderes Geld reinkommen, ne? Und
das passiert über Aufträge. Wo kommen die Aufträge her? Es gibt irgendwie keine Webseite, wo ich eingeben kann, gamesaufträge.de, gibt's nicht. Das heißt, die kommen daher, dass Leute wissen, ah, guck mal, die gründen gerade ihr Studio, die kenne ich, mit denen habe ich schon öfter mal irgendwie mich auf einer Open Stage oder so unterhalten. Die weiß ich, die können irgendwie so was machen und dann kommen Aufträge. Die werden einfach weitergeleitet, ne? Da kommen Anfragen eben darüber. Nur du hast mich jetzt auch angefragt, weil du mich irgendwie schon mal kanntest wahrscheinlich, ne? Genau. Also was Aufträge angeht oder auch was Jobs bekommen angeht, also auch wenn man jetzt irgendwie gucken möchte, ich möchte in die Games-Branche reinkommen, ist Netzwerken, glaube ich, super wichtig oder macht es einfach viel, viel einfacher. Also ich glaube, man kann natürlich nicht sagen, wenn du nicht Netzwerkst, kommst du nirgendwo rein, das stimmt auch nicht, aber ich bin zum Beispiel bei Fitzpin auch darüber reingekommen, dass ich die Leute von Fitzpin mal auf einer Party getroffen habe und wir darüber uns unterhalten haben und ich die dann so ein bisschen kannte und dann so der Einstieg vom Mail schreiben, so, hi, ich wollte mal fragen, kann ich ein Praktikum bei euch machen? Ein bisschen einfacher ist, wenn man sagen kann, guck mal, wir haben uns doch schon mal da getroffen und uns nett unterhalten, weil, ne, dann ist die Connection einfach ganz anders und man denkt so, ach ja, guck mal, da erinnere ich mich dran, das war ein nettes Gespräch, laden wir die doch mal zum Vorstellungsgespräch ein. Und wahrscheinlich, weil du dann auch erstmal die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer der Person irgendwie bekommen hast, wenn du sie nicht online findest. Genau. Dann hat man vielleicht auch eine Visitenkarte oder so gekriegt. Weiß ich gar nicht, ob man das jetzt nach Corona, macht man das eigentlich noch? Vielleicht, wenn man sich wieder in echt dann trifft. Der QR-Code zu meinem LinkedIn-Profil. Ja, genau. Du hast ja gerade gesagt, dass ihr auch andere Aufträge macht, um noch Geld reinzubringen. Kannst du mir ein Beispiel dafür nennen, wie so ein Auftrag aussieht? Vielleicht auch irgendwas, was du vor kurzem gemacht hast? Ja, also wir haben jetzt letztens für die MFG zum Beispiel was gemacht. Jetzt habe ich mich vielleicht auch ein bisschen verplappert, weil ich gar nicht so genau weiß, ob das schon komplett öffentlich ist. Ich erzähle dir von einem anderen Auftrag vielleicht einfach. Ja, alles gut. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Auftrag, da hat unsere Artist Sophie Bühnenbilder gemalt. Das finde ich super cool. Also das geht dann vielleicht auch so ein bisschen manchmal in andere Bereiche. Also sie ist Pixel-Artist und sie hat dann Grafiken gemacht, die dann in riesig groß ausgedruckt wurden und jetzt im Theater Frankfurt dann gezeigt werden für ein Theaterstück. Das finde ich super cool. Und ansonsten, ich habe jetzt zum Beispiel nochmal so ein paar Moderationsaufträge. Ich werde zum Beispiel das Coding Da Vinci moderieren. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Cool. Ja. Genau, solche Sachen. Ne? Also es ist nicht immer alles nur so Games, sondern auch ein bisschen was in verschiedene Richtungen. Mhm. Und du hast ja jetzt mobile Medien studiert gehabt, ich sag jetzt mal, dir Skills anzueignen für deinen Beruf. Was gibt es denn noch für Wege, in diese Branche reinzukommen? Natürlich auch abhängig davon, ob man zum Beispiel Pixel-Artist werden möchte oder wirklich programmieren möchte, ist auch abhängig davon. Aber was sind so verschiedene Wege, die du mitbekommen hast? Genau, also bei ganz vielen geht es natürlich übers Studium, ne, dass man irgendwie mal anfängt, was zu studieren. Ich glaube, viele rutschen da auch so ein bisschen rein und studieren erstmal, ne, zum Beispiel mobile Medien oder ansonsten, weil audiovisuelle Medien gibt es ja auch an der HDM, wo man erstmal so denkt, so, ich mache irgendwas mit Medien und dann rutscht man da so rein und macht dann Games. So wie ich und der ja noch. Genau. Rutscht da so rein. Ansonsten gibt es aber natürlich auch viele Leute, die erstmal irgendwie ein bisschen was anderes machen, die vielleicht auch erstmal reine Informatik machen, also entweder ein Informatikstudium oder eine Ausbildung machen und dann über Quereinsteig reinkommen. Ich glaube, das klingt irgendwie immer so einfach, aber, also es ist definitiv möglich, aber einfach ist es nicht. Weil das Ding, glaube ich, ist, also entweder man kommt halt darüber rein, dass man irgendwie so Background hat, oder wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Quereinstieg machen und ich bin eigentlich, ich sag mal, Fachinformatikerin, habe ich gelernt, und mich dann bei einem Game Studio bewerbe, ist es super schwer, wenn ich nicht sagen kann, ich habe aber auch schon mal Spiele gemacht. Das heißt, beim Quereinstieg ist es, glaube ich, bei vielen so, dass man dann irgendwie neben der Arbeit zumindest noch ein bisschen macht, ne? Dass man irgendwie eine Art von Portfolio vorzeigen kann und sagen kann, ich habe Informatikerfahrung und ich habe in meiner Freizeit hier diese und diese Spiele gemacht, vielleicht am besten auch schon im Team und kann zeigen, dass ich mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten kann und komme dann irgendwie vielleicht so an meinen ersten Games-Job. Genauso auch, wenn ich vielleicht Mediengestalterin gelernt habe oder so und irgendwie in Game Art rein möchte, dass ich dann sage, okay, ich mache in meiner Freizeit, baue ich ein Portfolio auf und zeige irgendwie Game Art, die ich gemacht habe, 3D-Models oder Concept Art, je nachdem, was man dann machen will, dass man dann sich bewerben kann in einem Spielestudio.
Und wie schätzt du die Berufsperspektiven ein, auch jetzt zukünftig betrachtet, der ganzen Gaming-Branche? Wenn wir jetzt sehen, es ist jetzt leider ein bisschen eingebrochen im letzten Jahr, aber theoretisch wäre es ja auf lange Sicht gesehen eigentlich eine sehr gute Branche, um einen Job da anzufangen, weil die Nachfrage ja auch immer größer wird. Ja, voll. Also wir wissen natürlich nicht, wie es mit der Gamesbranche in Deutschland jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass es steil nach oben geht, weiß man aber nicht. Ansonsten, je nachdem, ob man auch ins Ausland gehen möchte oder nicht, da gibt es schon attraktive Jobs. Man ist da gefragt. Also vor allen Dingen, glaube ich, wenn man irgendwie was Richtung Programmierung macht oder Tech Art oder so, findet man da ganz gut Jobs. Und ihr habt ja jetzt ein Indie-Studio gegründet, was ja dann wahrscheinlich auch manchmal mit, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen Druck verbunden sein könnte in Bezug darauf, dass man manchmal Kompromisse eingehen muss, weil man vielleicht nicht genug Zeit oder nicht genug Geld hat, gewisse Sachen genauso machen zu können, wie man will. Was sind denn da so Kompromisse, die ihr eingehen musstet bisher, um ja überhaupt die Idee realisieren zu können? Also bis jetzt mussten wir zum Glück noch nicht ganz so viele Kompromisse eingehen, auch hauptsächlich, weil wir gerade erst angefangen sind. Und die Entwicklung an unserem Prototypen, wir tatsächlich erst so seit 3 Monaten oder so tatsächlich fulltime daran entwickeln, weil vorher war halt dieses ganze Förderung bekommen, Geld bekommen, Firma gründen, blablabla. Das heißt, in der Entwicklung selber sind wir jetzt gerade noch ganz am Anfang. Was denkst du, was könnte Von dann noch auf euch daher, zukommen? ja. Also man plant sich natürlich irgendwie immer ein bisschen zu wenig Zeit ein, ne? Man versucht irgendwie immer Puffer einzubauen und Puffer einzubauen und am Ende ist der ganze Puffer weg und man merkt so, oh, okay, wir müssen hier doch irgendwas cutten. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass wir da ganz gut drauf vorbereitet sind. Wir haben irgendwie ein Konzept und müssen aber sowieso erstmal gucken, was daran macht eigentlich Spaß. Und die Idee ist jetzt erstmal möglichst schnell was Spielbares zu finden, um dann zu gucken, was ist daran cool, was können wir weiterentwickeln, was können wir vielleicht dann auch weglassen, weil wir merken, das brauchen wir gar nicht mehr, weil wir haben schon irgendwie was, was Spaß macht, so dass wir dann hoffentlich am Ende der Zeit was Cooles haben, wo wir dann bei Publishern pitchen können. Und das ist dann aber natürlich auf jeden Fall auch wieder eine Art von Kompromiss, ne? Weil am liebsten möchten wir natürlich 100% des Gewinns haben, aber wir möchten auch einen Publisher fragen, hallo, kannst du uns bitte so und so viel 100.000 Euro geben, um dieses Spiel entwickeln zu lassen. Und der Publisher möchte natürlich auch ein Stück vom Kuchen. Da muss man dann natürlich gucken. Entweder wird das Spiel vielleicht günstiger, können wir das irgendwie in kürzerer Zeit produzieren und dafür was weglassen. Dann muss man dann irgendwie eine Art von Kompromiss finden, wie viel Geld dann vielleicht auch jeder vom Gewinn kriegt und so. Habt ihr schon eine grobe Vorstellung, wie lange es ungefähr dauern wird, bis man das Spiel wirklich das allererste Mal als Spieler dann irgendwo sich runterladen oder kaufen kann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da kann man sich ja dann auch sehr leicht irgendwo reinreiten und man sagt, ja, das Spiel kommt 2024 raus. Und dann kommt es nicht raus und dann sind Leute sauer. Von daher, ich kann es dir nicht sagen. Also die Entwicklung für den Prototypen, die planen wir jetzt ungefähr bis Herbst, dass wir daran sitzen. Dann braucht es natürlich noch eine Weile, bis wir einen Publisher vielleicht haben oder anderweitig irgendwie an Funding gekommen sind. Und dann mal gucken. Also dann wahrscheinlich noch mindestens 1 Jahr, vielleicht 2. Er ist Also eine wahrscheinlich auch, Weile. ja. Aber es ist ja bei vielen Medienprojekten so. Also da muss dann schon sehr, sehr viel Zeitdruck dahinter stecken, dass man sowas dann ganz schnell raushaut. Und könnte ja auch der Grund sein, wieso selbst bei großen Entwicklerstudios manchmal ein Spiel sehr schnell rauskommt, das dann aber nicht so viel Spaß macht, das zu spielen. Ja, genau, das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Es ist so ein Trade-off. Also entweder es kommt jetzt raus und gibt gleich Geld, weil die Kassen sind leer und der Publisher oder das Studio sagt, wir müssen jetzt Geld bekommen, das muss jetzt kommen, also muss das Spiel jetzt raus. Und dann aber natürlich entsprechend weniger Geld insgesamt vielleicht bekommt, weil die Qualität nicht so gut ist. Oder wir sagen, wir hängen noch ein halbes Jahr dran, dann wird die Qualität besser. Wir haben jetzt zwar kein Geld, aber danach vielleicht mehr. Das ist halt, muss man sich überlegen, ne? Was man glaubt, was am Ende den meisten, ja, oder am meisten Sinn ergibt. So, also für mich jetzt persönlich, ich möchte natürlich möglichst lange daran arbeiten, damit das Spiel möglichst geil wird. Ist ja auch eine Herzenssache, ne? Genau, also keiner von uns will reich werden. Wir möchten einfach nur irgendwie unsere Miete bezahlen können und Videospiele machen. Living the dream. Wenn das so einfach Ja. wäre, ja. Ah, ja. Ja.
Dann noch jetzt abseits von dem, worüber wir gerade geredet hatten, du hast auch gerade in deinem LinkedIn-Profil geschrieben, dass ihr den Fokus oder die Spezialisierung auf diverse und vielfältige Charaktere und Stories legen möchtet. Wie genau habt ihr euch das vorgestellt? Also wo ist da der Fokus bei euch mehr als bei anderen Studios? Genau, also wir, da muss ich vielleicht kurz... Ich erkläre mal ganz kurz, was wir überhaupt vorhaben mit unserem Spiel. Wir machen ein Farming-Game mit so einem Witchy-Theme. Es ist ein Cozy-Game, also ganz entspannt. Wer vielleicht schon mal Stardew Valley gespielt hat, kann sich vielleicht so ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht, so grob. Und da gibt es natürlich auch andere Nebencharaktere, die man kennenlernen kann, mit denen man vielleicht traden kann oder die Quests für einen haben, mit denen man sich anfreunden kann. Und für uns ist da einfach wichtig, einfach so aus persönlichem Antrieb, dass man da vielleicht nicht nur ja, weiße Cis-Hetero-Menschen trifft oder Männer, genau, am besten nur Männer, sondern ja, irgendwie sich vielleicht auch Leute in Videospielen repräsentiert sehen, die jetzt vielleicht in großen AAA-Titeln manchmal eher ein bisschen hinten rüberfallen. Also es soll sehr queer sein. Das ist uns ganz wichtig und ja, dass wir da einfach verschiedene Leute repräsentieren und verschiedene Leute eben auch dann Spaß haben, das Spiel zu spielen. Ja, es ist ja auch tatsächlich interessant, weil oft die Indie-Games dann die sind, die am meisten Repräsentation haben, beziehungsweise sich auch trauen, mal was Neues zu machen. Glaubst du, dass vielleicht größere Studios Angst davor haben, dass sie Geld verlieren könnten, wenn sie, ich sage jetzt mal, irgendjemanden ans Bein pinkeln und dann jetzt mal... Also vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, aber vor ein paar Jahren dann sagen, okay, wir nehmen jetzt einen Transgender-Charakter mit rein oder eine Queer-Person. Ja, voll. Also ich finde es total schön, dass gerade im Indie-Bereich das immer mehr kommt und dadurch, dass ja auch die Games-Branche an sich, also die Menschen, die in der Games-Branche arbeiten, zum Glück so nach und nach ganz langsam immer diverser werden, da auch gerade im Indie-Bereich eben Leute sind, die irgendwie auch dann ihre eigene Geschichte erzählen können und andere Leute dann mitreißen können. Das finde ich total toll. Und ich glaube, dass... Ja, es ist voll schade, dass das im AAA-Bereich irgendwie noch nicht so ist. Aber es ist halt für die Entwickler irgendwie, glaube ich, schwierig in dem Sinne, dass halt super viele Gamer, die real Gamers, ja, die sagen so, was ist das jetzt hier für eine politische Agenda, wenn sie irgendwie einen Trans-Charakter im Spiel haben. Was natürlich Bullshit ist, aber die Leute sind einfach so gewohnt, sich selber zu sehen in Spielen, dass sie gar nicht merken, dass das eigentlich nicht normal ist. Und man ist da so gewohnt, sagen so, ja gut, ich will das aber so, wie es immer war und die nehmen mir jetzt irgendwie meine Videospiele weg, das will ich nicht, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, weil für mich ist geil. Ja, ich würde mir wünschen, dass AAA-Games da einfach sagen, jo, ihr könnt mich mal, wir machen das jetzt aber trotzdem. Aber da steckt natürlich auch nur super viel Kapital hinter, ne? Und Stakeholder, die dann irgendwie sagen so, nee, ich will hier schon meine Millionen auf dem Konto haben. Also mach gefällig so wie immer, weil das läuft. Never change a running system. Aber ja. Hast du das Gefühl, dass sich das also so ein bisschen am Ändern ist? Weil wir hatten auch, ich glaube, das war Folge 2, Geschlechterdarstellung, und da hatten wir auch das Thema LGBTQ+ mit dabei. Wir hatten das Gefühl, dass sich das jetzt so langsam schon am Ändern ist. Aber halt auch bedingt dadurch, dass viele Indie-Studios dann angefangen haben, damit halt Erfolg zu haben. Genau, ja, ich sehe es auch. Also wahrscheinlich angefangen bei den Indies, genau. Und dann wird das mal ausprobiert und man macht es mal ganz vorsichtig und schleicht es so mit rein. Also ja, zum Glück passiert das, aber ich glaube, es könnte noch ein bisschen schneller gehen. Es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter hinterher als der Vergleich zu zum Beispiel Film und Serien oder Musik, weil ich habe das Gefühl, dass das bei Games jetzt einfach noch ein paar Jahre hinterher ist, aber wahrscheinlich auch, weil bei Games früher halt echt nur... also hauptsächlich Männer das gespielt hatten und wahrscheinlich auch, weil es nicht so viele Spieleentwicklerinnen gibt, dass das ja jetzt auch, also die Zahlen steigen ja auch an angestellten Spieleentwicklerinnen, auch in Deutschland. Wahrscheinlich ist das auch nochmal ein Faktor, der mit reinspielt. Ja, voll, das verzögert sich natürlich alles dadurch, dass irgendwie jetzt so ganz langsam werden die EntwicklerInnen diverser,
dann werden vielleicht langsam auch die Spiele diverser, aber dadurch, dass halt so eine Spieleentwicklung halt auch so lange dauert, ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, jetzt kommen irgendwie junge Entwicklerinnen zum Beispiel rein, die sind aber ja erstmal Junior-Level, das heißt, die haben überhaupt noch gar keine Entscheidungsmacht. So. Ja. Die arbeiten sich dann hoch, ne? Und dann irgendwie in 5 Jahren haben die vielleicht mal, können die vielleicht mal was sagen. So. Mhm. Und dann dauert es nochmal 8 Jahre, bis dieses Spiel dann rauskommt. Ne? So, ja. Das ist eine ganz schön lange Zeit noch. Ja. Ja. Habt ihr euch auch Gedanken über das Thema Inklusion und Menschen mit Beeinträchtigungen und Gaming gemacht? Genau, da sind wir auch so ein bisschen dran zu gucken, wie wir das einbringen können. Wir selber sind da natürlich alle nicht betroffen. Deshalb haben wir jetzt uns ein bisschen Budget zur Seite gelegt, dass wir dann später auch ein bisschen Beratung in Anspruch nehmen können. Von Leuten, die betroffen sind, die uns sagen können, so und so geht's nicht. Das heißt, das können wir selber, glaube ich, also natürlich versuchen wir es mitzudenken, aber wir alleine können das, glaube ich, gar nicht komplett richtig machen. Ansonsten möchten wir auf jeden Fall, dass das Spiel möglichst accessible ist. Dadurch, dass es ein cozy Game ist, ist es, glaube ich, schon mal ein guter Start, weil es ist nicht hektisch oder so. Man hat da genug Zeit. Ja, es klingt auch nach was, worauf ich jetzt mittlerweile eher Lust hätte, als auf zu verspannen. Genau. Und was wir auf jeden Fall auch machen wollen, ist sowas wie einen Character Creator haben, dass man sich selber erstellen kann und hoffentlich da auch irgendwie im Rollstuhl fahren kann oder verschiedene Prothesen sich auswählen kann. Das müssen wir mal schauen, aber das ist auf jeden Fall was wir im Hinterkopf haben, was wir gerne machen wollen. Aber glaubst du, dass ihr da die Ausnahme seid im Vergleich zu anderen Studios oder hast du das Gefühl, dass immer mehr Studios sich auch mit diesem Thema beschäftigen möchten? Ja, also ich glaube, bei Indies kommt das auf jeden Fall schon durch. So. Ich sehe immer mehr Character Creator, wo es super viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Natürlich noch nicht alle, aber ich glaube, das ist ein Trend, hoffe ich zumindest mal. aber ja auch größere Studios, ne? Also zum Beispiel bei The Last of Us 2 gibt es ja super viele Accessibility-Optionen, die nicht nur für Leute mit Behinderung gut sind, sondern ich selber habe da auch ganz viele ausgewählt, einfach weil mir das Spiel sonst so schwierig ist. Ja. Also ist für alle gut. Ja, das stimmt. Ja, Katrin, ich bin dann soweit mit meinen Fragen am Ende. Hast du noch irgendwas, was du gerne mitteilen möchtest? Was wir jetzt noch nicht gefragt haben. Ah, diese Frage kommt bei Podcasts immer und ich habe nie eine gute Antwort. Ich glaube, ich sollte mir mal irgendwas aufschreiben, was ich dann immer sagen kann. Ich habe dann immer so, nee, ich habe alles gesagt. Wo können dich denn Leute erreichen, wenn sie dich erreichen möchten? Im Internet. auf allen Plattformen eigentlich. Fast allen Plattformen. Twitter, Instagram, TikTok. Findet man mich entweder unter meinem Namen oder wenn man mich unter meinem Namen nicht findet, dann unter Spellgarden Games. Mhm. Da könnt ihr uns dann kontaktieren oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an hello@spellgardengames.de. Guckt auf unsere Webseite, auf unseren Discord-Server. Ja, ich hab gesehen, ihr habt die 100 Mitglieder geknackt. Vor kurzem. Yes. Ja, genau, der ist ganz neu. Wir sind da gerade am Gucken, aber das ist sehr schön, mit Leuten zu connecten, die irgendwie an ähnlichen Sachen interessiert sind wie wir. Ja, mega. Ja, ich bin sehr gespannt, wie euer Spiel wird. Ich werde das auf jeden Fall mitverfolgen. Genau nochmal für alle, das Entwicklerstudio heißt Spellgarden Games. Einfach mal drauf gucken. Katrin, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über das Thema zu reden. Du hast sehr viele interessante Einblicke nochmal gegeben. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Dann hoffe ich, dass wir uns bald irgendwann wiedersehen. Bestimmt.